Hallo, ich bin Visavi und ich will versuchen, ein Video zu drehen, mit dem man auch richtig hartgesottene RaucherInnen, so wie ich auch mal eine war, ein bisschen zum Nachdenken bringt. Denn zugegeben, diese ganzen klassischen Anti-Raucher-Kampagnen haben bei mir damals auch nicht wirklich was bewirkt. Mit Hilfe der Barmer und der Drogenbeauftragten der Bundesregierung, Daniela Ludwig, stelle ich mich heute der Challenge, zwei bekannte Raucher vielleicht ein wenig zum Umdenken zu bewegen. Ich mag es schon gerne mit dem Rauchen, sag ich dir ganz ehrlich. was denn? Ich muss doch ehrlich sein. Weil ich das, am meisten mag ich es eigentlich, wenn du so rausgehen kannst bei Partys. So, komm, lass doch mal eine rauchen. Ja, weil du so ein verbindendes Element zwischen so Leuten hast. Auch nur die coolen Leute rauchen. Es rauchen immer weniger, aber du weißt, wer jetzt noch raucht, ist immer noch cool. Das ist ein exklusiver Verein. Ja. Das ist der Ruderverein des kleinen Mannes eigentlich. Das Ding ist, ich weiß gar nicht, ob ich so gerne rauche. Ich glaube, ich rauche einfach lieber, als dass ich nicht rauche. Ja. Ich rauche einfach nicht gerne nicht. Also du fragst dich ja auch nicht bei jeder Zigarette, oh, ist das jetzt geil oder nicht, sondern irgendwann machst du es einfach. Ja, ist wie atmen. Ja. Die Luft ist nicht immer gut, aber ich muss ja atmen. Nicht jede Zigarette schmeckt, aber ich muss ja rauchen. Ja. Wir sind ja da. Eben. Hallo. Schön, euch zu sehen. Hi, schön, dich zu sehen. Wartet ihr schon lange auf mich? Nee, wir haben die Zeit gefüllt mit Rauchen. Es freut mich aber sehr, dass es geklappt hat, unser kleines Raucher-Date hier. Ja. Und wären wir jetzt in so einer Selbsthilfegruppe, dann würde ich jetzt sagen, ich bin Visavi und ich war mal ehemalige Kettenraucherin. Das heißt, wenn wir uns heute über das Rauchen unterhalten, dann wisst ihr, dass ich euch verstehe so. Ich fühle euren Pain und auch eure Freude rund ums Rauchen. Ich finde es aber grundsätzlich erstmal sehr cool, dass ihr euch getraut habt, auch euch heute mit mir zu treffen und über das Rauchen zu reden. War das für euch? Da hat wohl jemand zu viel geraucht, denke ich. Jeder weiß, dass Rauchen scheiße ist. Also man braucht auch keine Kampagne von der Krankenkasse, um zu sagen, hey Kids, Rauchen ist nicht so geil. Jeder weiß das. Ich glaube, ja, wenn es so ein konkreter wäre, ne? Wenn das nicht so ein einige kicken das, sondern wenn du so wüsstest, pass auf, wenn du jetzt nicht aufhörst zu rauchen, dann ist hier das Bild von dir selber, wie du nämlich Lungenkrebs hast. Weil so Lungenkrebs... Was denkst du dir denn aus? Ja, aber Lungenkrebs, du kriegst halt Lungenkrebs davon. Und dann denkt man, ja, einige. Ja, wobei, da wird auch sehr einseitig über das Thema berichtet. Es gibt viele Studien von namhaften Zigarettenherstellern, die da sagen, man weiß es nicht. Ja, ich habe mir nie so viel Gedanken gemacht über das Rauchen, ehrlich gesagt. Ich habe es einfach gemacht und dann habe ich so gedacht, ja, irgendwann sollte ich auch mal aufhören. Aber das ist jetzt auch 17 Jahre her. Nee, ich fühle mich auch immer nicht als Raucher. Du hast nie Zigaretten, aber du rauchst immer. Ja. Ach, aber absolut. Bist du für dich ein richtiger, bist du ein Kettenraucher? Ich komme aus einer Familie von Kettenrauchern. Ja, ich bin absolut Kettenraucher. Ihr habt euch ja jetzt hier auf etwas eingelassen, ohne genau zu wissen, worum es eigentlich geht oder wohin das auch führt. Und ich musste daran denken, als ich noch sehr, sehr, sehr starke Raucherin war, habe ich mal mitgemacht bei einer Nichtraucherkampagne. Und ich musste einfach den ganzen Tag am Stück vor der Kamera rauchen. Den ganzen Tag. Es war so schlimm, dass ich am Ende des Tages mit einer Nikotinvergiftung im Krankenhaus gelandet bin. Mit 25 hatte ich einen Arterienverschluss. Mir hätte fast dieser Finger amputiert werden müssen. Was? Das kam auch durchs Rauchen. Du hast es ja konkret von Rauchen oder Finger. Aber ich habe weiter geraucht. Ja, ich meine, ein, zwei Finger weniger ist ja egal. Aber wenn es um die ganze Hand geht, dann hört man ja auf. Ist ja auch die Frage, was die Schreibhand. Und es geht noch weiter. Dann hatte ich mehrere Risse in der Speiseröhre. Okay, auch. Da wird es nicht mehr, da hört es auf. Ja, aber das glaube ich, hast du viel scharf gegessen? Nein. Ich bin extrem moralanfällig. Also, dass ich zum Beispiel würde ich denken, ja, ich esse halt voll gerne Fleisch und ich für mich würde Fleisch essen. Aber ich weiß halt aus moralischen Gründen, ja, ist halt geiler, wenn man kein Fleisch isst wegen Klima. Und dann kann ich auch kein Fleisch essen. Und bei Rauchen ist es so, dass ich denke, ja, ich schade mir. Ja, ich schade ja nur mir. Das ist ja meine Entscheidung. Wenn ich wüsste, dass jedes Mal, wenn ich eine rauche, irgendwo ein Kind stirbt oder sowas. Aber das ist doch schon mal gut für mich, weil vielleicht weiß ich dann jetzt schon mal so ein bisschen, in welche Richtung es gehen muss. Ich brauche mit euch nicht groß über die Gesundheit sprechen, ich brauche mit euch nicht über das Geld sprechen. Das, was du gerade gesagt hast, dass du mit dem Rauchen nur dir schadest, das können wir ja mal sehen. Ja, aber ich will das auch gar nicht wissen, weil nachher höre ich nur auf oder so. Jetzt hast du dich drauf eingelassen. Also ich finde es ehrlich gesagt schon spannend. Ich bin schon ein bisschen neugierig, egal was kommt. Okay. Du bist ein neugieriger Typ, ne? Ich bin wirklich neugierig. Aber so ist der Till einfach. Der nimmt die Welt ganz anders wahr. Also ich rauche ja auch nicht. Wann hast du angefangen? Mit 15. Mit 15? Ja. Das ist nicht richtig. Das ist illegal. Mit 14. Das ist illegal. Ja, ich habe angefangen, weil alle anderen nicht geraucht haben. Und ich dachte, ja geil, ich habe anders. Perfekt. Ja.
Du rauchst auch falsch. Du rauchst, wie du sprintest, verstehst du? Du rauchst so ganz schnell und dann du musst es auf lange Sicht sehen. Du darfst nie aufhören, du musst immer weitermachen. Nee, ich muss aufhören. Das ist, also man muss halt möglichst wenig rauchen eher. Du musst ihn immer treiben, du musst immer weiter rauchen. Cool, also du musst einfach dich selber foltern, oder was? Nein, du musst einfach mehr rauchen. Ich kaufe kurz Zigaretten. Ja, klar. Lass mal mehr rauchen. Boah, ich glaube, ich habe hier ein paar Fakten gefunden, mit denen könnte ich eventuell Till und Moritz rankriegen. Also ich glaube, da müssen die ganz schön schlucken. So, ich sage ja nicht, dass es nicht zwischendurch auch wehtut in der Lunge. Aber das heißt nicht, dass man aufhören muss. Das ist ja wie Liebe, das muss in der Lunge ab und zu wehtun. Liebe geht durch die Lunge, sag man ja immer. Die Lunge ist das Herz des Rauchers. Ah, warte mal. Ah ja, Vis-à-vis hat uns geschrieben, würde uns gerne sehen. Ah, war schön mit dir, Moritz. Was heißt, war schön mit dir? Ja, bisher war es schön mit dir. War ein schöner Tag. Die klingt nicht nett. Hi. Bisher war ein schöner Tag, aber jetzt hört's auf. Jetzt ist vorbei mit schön. Da bin ich wieder. Okay. Hattet ihr Spaß ohne mich? Ja, okay. aber nicht zu sehr. Das finde ich gut. Ich habe, wie versprochen, ein bisschen recherchiert, habe ein paar Informationen gesammelt. Boah, ich fühle mich wie beim Elternabend. Ja, wirklich, so, ja, und, Moritz hat vorhin gesagt, das Tolle ist ja im Endeffekt am Rauchen, dass ich ja nur mir selbst schade. Und genau das ist der Ansatz, den ich glaube, ich jetzt widerlegen kann und muss. Denn du schadest nicht nur dir selbst. Ja. Fangen wir einfach mal erstmal mit den harten Fakten und Zahlen an. Basics. Ja, weltweit werden jährlich tatsächlich 5,6 Billionen Zigaretten geraucht. Billionen. Billionen. Billionen ist sehr, das ist eine sehr große Zahl. Das ist das, was nach Milliarden ist, ne? Ja, das nach Milliarden sind 5.600 Milliarden. Ich kann es mir auch gar nicht. Vielleicht könnt ihr es euch ein bisschen besser vorstellen, wenn man die Zigaretten, die jährlich weltweit geraucht werden, nur in Deutschland rauchen würde, dann müsste jeder Einwohner von uns, also auch du, jeden Tag 9 Schachteln rauchen. Schau ich locker, das ist kein Ding für einen King. Jeden Tag 9 Schachteln? 9 Schachteln. Also wenn quasi alle Deutschen alle Zigaretten. Okay. Genau. Okay. 5,6 Billionen ist zwar ziemlich viel, aber was ist jetzt eigentlich das Problem daran? Ja. Was denkt ihr? Von 5 Zigaretten, die geraucht werden, wie viele Zigaretten landen davon in der Umwelt? 2 oder 3, würde ich sagen. Wahrscheinlich sogar wahrscheinlich 4. 3, ja. Nee, es ist so ein Shocking-Ding von, es sind 4 Stück. Es sind 4 Stück. Es sind vier Stück! Geil. Ja, also nicht geil, aber ja, geil. Nee, also. Ich weiß ja nicht, wie sehr ihr euch damit auseinandergesetzt habt, woraus tatsächlich diese Filter eigentlich besteht. Das habe ich mich schon immer gefragt. Ich habe keine Ahnung. Gesagt, ich auch. Wahrscheinlich nicht Watte oder sowas. Tatsächlich nennt man das Zellulose, was da drin ist. Das ist Zellulose. Was denkt ihr, wie lange braucht das zum Verrotten? 5,6 Billionen Jahre. Wenn ich das jetzt hier in das Gras werfen würde, sind das so 10 bis 15 Jahre. Während diese Dinger dann am Verrotten sind in diesen 10 bis 15 Jahren, richten sie halt unfassbaren Schaden an. Sie geben halt all das Gift, was in diesen Dingern drin schlummert, ab. Teer, Nikotin, wisst ihr alles, aber eine Sache, die halt am allerschlimmsten ist, ist Arsen. Also in den Filtern oder was? In der ganzen Zigarette, aber auch natürlich im Filter, weil wenn du es raus, ja, ja, klar, okay, ist da alles okay mit drin. Es gibt die Internationale Agentur für Krebsforschung und Arsen wird wirklich als hochgradig krebserregend eingestuft. Dann liegt das Teil da und durch Regen zum Beispiel kann es dann einfach sein, dass diese Giftstoffe in den Boden sickern und dann ins Grundwasser kommen. Ein einziger Filter, der kann bis zu 60 Liter vergiften. Komplett verseuchen. Wow. 60 Liter, ein Stummel. Mhm. Wie viele landen dann am Ende in Seen, in Flüssen, in Wäldern und vor allen Dingen auch im Meer? Vögel und Fische halten das halt einfach für Essen, so für Futter. Fressen sie das und dann werden die auch krank? Nee, nicht nur, dass sie krank werden, das ist noch viel tragischer, weil ich muss einer rauchen, das schockt nicht zu sehr. Ja. Ich kenne das von früher. Darauf mal ein Arsenhäppchen. Na klar. Traurig. Wenn dieser Stummel dann im Bauch vom Fisch ist, der kann das ja nicht verdauen. Und dann ist das einfach, der Magen sozusagen voll und der kann kein Futter da mehr aufnehmen. Und dann verhungert der einfach mit einem Kippenstummel im Bauch. Das ist so furchtbar. Das ist wirklich traurig. Das ist so scheiße. Aber gibt's auch gute Nachrichten. Die kommen. Schmeckt dem Fisch wenigstens. Scheiße, ist das alles deprimierend. Ja, das ist wirklich ein bisschen deprimierend. Kommen wir zum Anbau. Das große Problem ist nämlich, dass Tabak nur in Monokulturen angebaut werden kann. Und Schädlinge lieben Monokulturen.
Und deswegen müssen da Pestizide drauf. Genau. Und diese Pestizide sind einfach so unfassbar giftig, dass die in der EU komplett verboten sind. Nicht nur das, sondern es wird halt unfassbar viel Wald abgerodet. Jährlich wird 2-mal Berlin abgeholzt. Nur Berlin für ist groß. Berlin ist sehr flächenmäßig auch sehr groß, ja. Ja. Wenn du gesagt hättest, 4-mal Saarland, würde ich sagen, ach komm. Aber 2-mal Berlin, nee. Es gibt ein weiteres sehr, 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 sehr großes Sorgenkind. Klima an sich. Ja, habe ich nicht drüber nachgedacht. Ja, tatsächlich ist es so, dass die Tabakindustrie so viel CO2 in die Luft pustet wie ganze Länder, wie ganze Nationen. In dem Fall ist es jetzt, glaube ich, genauso viel wie Griechenland jedes Jahr. Schon ganz schön viel, ne? Schon viele viel. Menschen. Und dann musst du dir mal vorstellen, dass das einfach nur mal ein zusätzliches Extra-Land, nur damit die Raucher rauchen können, noch mal so viel CO2 extra in die Atmosphäre gepustet wird. Ja. Und beim Produktionsprozess? Ja. Durch den Produktionsprozess von Zigaretten. Ja. Okay, verstehe. Und auch das hängt alles. Da ist noch keine Zigarette geraucht. Das ist einfach nur durch die Produktion. Genau, das ist nur die Produktion. Ihr seid so still auf einmal. Ja, das ist ein bisschen doll. Also ist es kein gutes. Also ganz ehrlich, also fühlt sich nicht gut an. Nee, also wenn du dir nochmal überlegst, Stand-up zu machen, muss ich sagen, das ist ein Stimmungskiller. Ja, würde ich sagen. Ich glaube, besonders du musst jetzt stark sein, Moritz, weil ja, Kinder. Kinder. Ja, Kinder. Mit jeder einzelnen Zigarette, die ihr raucht, fördert ihr Kinderarbeit. Offensichtlich ich muss gestehen, so wie ihr guckt, auch. Das war mir nicht so klar. Ich habe es einfach auch weggeschoben. Also Klima und sowas, ja, hat man sich gedacht. Ist auch nicht geil bestimmt. Oh, die Meere. Aber das heißt, Kinder arbeiten auf den Plantagen. Das kriegt ihr. Oh, das ist doch scheiße. Ja, das ist das Einzige, was mich kriegt. Das sind fucking Kinder. Und das Schlimmste daran ist, die haben keine Schutzkleidung. Durch diesen permanenten Kontakt mit der Tabakpflanze gelangt einfach Nikotin über die Berührung mit der Haut in den Organismus von den Kindern. Das bedeutet am Ende, dass diese Kinder so viel Nikotin über die Haut aufnehmen, als hätten die 50 Zigaretten geraucht. Das sind 2,5 Schachteln Zigaretten am Tag. So viel rauchst du doch nicht mal in richtig tourintensiven Tagen. Würde ich meinem Sohn einfach 50 Zigaretten reinstopfen am Tag. Ja, so Nikotinpflaster aufpappen. Das habe ich nicht kommen sehen. Das habe ich wirklich nicht kommen sehen. Was können wir jetzt sagen? Also es hat meinen Schwachpunkt. Die arbeiten dafür. Ja, reiß sie mal ich habe zusammen. Es verstanden, Moritz. Danke. Aber ich glaube, auch alle, die rauchen, machen es schon ähnlich wie ich und schieben das so weg. Nee, aber ich meine. So, und also, ne, also denkst ja nicht so, ja, oh, ich fange an zu rauchen. Ich will mich erstmal informieren. Sondern nein, du rauchst. Aber das sickert ja durch. Jeder weiß, dass Turnschuhe werden von Kindern genäht, Fußbälle werden von Kindern genäht, Klamotten werden von Kindern genäht. Zigaretten werden von Kindern genäht. Ja, und das war mir so nicht das, warum habe ich auch nie drüber nachgedacht. Ich sag mal so, ich überlege aufzuhören. Was geht nicht, in deinem Kopf? In meinem Kopf geht vor, dass ich kann nicht jeden anderen Punkt in meinem Leben so umstellen, dass ich darauf achte, oh, möglichst gut für Kinder und möglichst gut für die Umwelt und nur Fairtrade und nur Bio und das ignorieren. Also einfach, ich kann das nicht ignorieren. Ich kann das wegschieben, dass ich denke, oh, ist nicht gut für meinen Körper vielleicht, weiß keiner, vielleicht habe ich Glück. Woohoo. Aber wenn ich halt weiß. Also mir ist erstmal schlecht, ehrlich gesagt. Ich weiß jetzt auch nicht, aus dem Rauchen kommt. Weil wir heute echt viel geraucht haben, auch einfach. Oder auch bei den Facts. Also man tut halt nicht nur sich selbst einen Gefallen, wenn man aufhört zu rauchen, sondern einfach so, so cheesy das auch klingt, aber so dem kompletten Planeten und allen Bewohnern und allen Lebewesen. Ja, ja was sollen wir jetzt sagen? Spaß gemacht. Ja, war eine schöne Runde hier. Danke nochmal. Danke für das Gespräch. Ja, klasse. Meint ihr, ihr werdet jetzt bei der nächsten Zigarette ein schlechtes Gewissen haben? Ja. Klar. Mal gucken, eigentlich. Mal ausprobieren. Probier's mal aus, Moritz. Ich ist doch schon gekauft. Ist 50 Zigaretten am Tag. Das schmeckt immer noch. Das wird immer noch fantastisch. Aber du denkst ja jetzt ein bisschen drüber nach. Ey, ich denke anders über Moritz jetzt gerade. Wie er sich dann eine Zigarette anmachen kann. Ich habe euch nochmal ein Video gemacht, in dem ich alle Fakten zusammengefasst habe, warum Rauchen so unfassbar schlecht für die Umwelt ist. Und das könnt ihr euch hier angucken.